Auch wenn ich? Ja, ich sag dir da Bescheid. Okay, dann mach mal. So, 3, 2, 1 und... Kassala! Das Shooting ist gerade abgeschlossen worden und Thorsten wollte noch einen kleinen Tipp geben, gerade an junge Sportler, herangehende Sportler. Was kannst du sagen, was kannst du denen empfehlen? Ja, ich werde ja immer hin und wieder mal darauf angesprochen, ja, kannst du mir eine Empfehlung geben als junger Mensch? Ich sag nur eins, verliere niemals den Glauben an dich selber, das ist das Erste. Fokussiere dein Ziel, ja, und trainiere hart dafür, ja, um es zu erreichen. Und wenn du diszipliniert arbeitest, ja, von Anfang an bis zum Schluss, und das musst du, dann hast du nicht nur Großartiges erreicht, tretet euch selbst in den Arsch, verlangt einiges von euch ab, holt euch das Optimum raus, bis es nicht mehr geht. Und dann kommen auch die Ergebnisse. Dann sind die Ergebnisse vor Ort. Und das ist alles. Ich war jetzt erstaunt, man kennt dich ja als Fußballer, bei Schalke 04, bei VfB Stuttgart, ja. Aber dass du MMA machst, das war uns so gar nicht bewusst. Wie lange machst du das schon? Ja, ich bin ja Kampfsportler seit meinem 4. Lebensjahr und ich habe das ja damals in den 80er, 90er, ja auch im 20. Jahrhundert auch noch gemacht, wo ich Bundesliga-Spieler war. Ja, das ist meine Leidenschaft und wenn man sich nicht verausgabt, ja, dann hat man irgendwas falsch gemacht. Ich liebe diesen Sport, ich habe einen guten Lehrvater, mein Sifu, und viele Grüße nach Gelsenkirchen, Sifu. Danke. Und wie konnte man Fußballerkarriere, jetzt bei Huub Stevens und Ahnung hast du ja trainiert, gespielt, wie konnte man das unter einem Hut bringen? Jetzt MMA, also Kampfsport mit Fußball, jeden Tag Training? Ja, es kommt auf die Einstellung an, auf den Typ Menschen. Ja. Ich bin natürlich nach dem Fußball nicht so angeschlagen gewesen wie alle anderen, die brauchten ihre Ruhe. Ich habe hin und wieder noch abends noch eine Einheit gemacht bei Kampfsport und bis heute. Ja, und das ist genau die Botschaft, die du ja an die jungen Leute, an Sportler weitergeben möchtest. Genau richtig. Gas geben, nicht aufgeben. Ja, man darf nicht übertrainiert sein, ja, sonst macht der Körper schlapp. Ihr müsst immer eine Grenze wissen. Ja, und ich glaube, um weiterzukommen im Leben, ist es auch nicht verkehrt, ja, auch eine andere Sportart zu lernen. Mhm. Gebt Gas. Ja. Danke für das Interview, Thorsten. Bitteschön.